Heute möchte ich euch von einem Araber mal noch berichten. Der ist 20, hat MIM, also PSSM2, und möchte euch zeigen, was ich mit gerade Richt, mit stützender Hand meine. Ja, das heißt, wir haben mit diesem Pferd begonnen, 30 Minuten Handarbeit mit Kaulungen, mit langsamstem Schritt, zuerst im Stehen, dann langsamstem Schritt, großen Volten. Ja, ein wenig Trab danach, ungefähr nach 20, 25 Minuten erst ein wenig Trab. Mit K-Übungen immer wieder nur ganz kurz für Sekunden rein und wieder raus. Da waren der Hals und die Rumpfträger dann schon etwas beweglicher und geschmeidiger. Und das Gangbild im Trab, das ist so ein Test, wenn ich das in der Handarbeit mache, war dann schon sehr, sehr gut für die Verhältnisse, wie er an dem Tag drauf war. Ja, das Gangbild links hinten deutlich kürzer tretend. Und dann sind wir an die Loge in den Trab gegangen und da haben wir dieses gerade Richten mit stützender Hand gemacht. Und da möchte ich euch jetzt einen Auszug aus dem Training zeigen. Das glaube ich da gern, weil da kommt Ja, man dann immer raus, raus. gell? Ja. Ja, komm. Und wieder gestolpert, ja. Also wichtig Ja. ist, dass er eher langsamer trabt, mit langem Hals, ja. Auch wenn das furchtbar ausschaut, wenn er da herumruchelt da am Boden, ja. Aber das ist mir ganz wurscht, ja. Und wir machen jetzt da was, 2, 3 Volten hintereinander da in der Ecke, wenn es geht, ja. Ja, genau. Genau. So leichte Anlehnung, dass er um die Ecke kommt, auch wenn der Trab jetzt echt furchtbar ausschaut. Genau. Und die nächste Volte wird. Und freigeben, das war jetzt aber echt arg. Das war rechts vorne, gell? Ja, Ja, links, ja. Entschuldigung, links, Ja, was ja, ich, links? oder? Okay, Und ich habe ich hab's nicht gedacht, dann gesehen. Ich links, hab's nicht gesehen. ja, ich hätte es gesagt, links, Links, dass na du so dann müsst schnell ihr schon bist, recht links. haben. Ja, sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Dann trab ihn wieder an, genau. Ah, jetzt geht er hinten besser. Ja, seid wirklich am Zügel. Also gib ihm wirklich den Kontakt. Ja? Und ich sage, du gehst in die Volte jetzt rein und nimm Kontakt. Ja? Ich ziehe den Kopf hinein, schau quasi, dass der Kopf zwischen den Vorderbeinen so rein von der Spur ist. Ja, genau. Genau. Und da muss ich ja ganz einfach warten, mach die Volten nacheinander bar. Da muss ich ganz einfach jetzt warten, dass er diese Stütze annehmen kann. Siehst du? Nimmt sie schon an. Ja, genau. Genau, bleib dran. Und er muss natürlich, wenn er sich lang macht, das linke Hinterbein gescheit winkeln, sonst kommt er nämlich Ja. nicht drunter. Bleib dran am Zügel. Also da hat man dann schon 100 Kilo Ja, gefühlt in der Hand. Ja, da habe ich genau. wirklich. Genau, nein, nein, hast du auch. Ja, aber du ersetzt mehr oder weniger jetzt einen Teil seiner Muskulatur, wo ich sage, du lehn dich bitte an, lass locker die Halsmuskulatur, damit, dass das linke Hinterbein wirklich gut drunter kommt. Ja, du brauchst nur das linke Vorderbein anheben. Genau. Bleib schön dran. Ja. Ja, sehr gut. Bleib schön dran. Deswegen hänge ich die Pferde immer seitlich ein. Nie auf Ja. der Nase. Schon lang nicht. Also, das mache ich schon jahrelang. Sehr schön. Genau. Sehr gut. Ja, bleib schön dran. Ja, sehr gut. Und jetzt gehen wir ganze Bahn. Wenn es geht, gib ein bisschen frei und dann gehst sofort wieder dran. Ja, er biegt sich natürlich ein bisschen nach außen. Ja, das ist klar. Zieh an, zieh an, zieh an. Ja, genau. Also jetzt, da gehen wir quasi ganze Bahn und schauen, ob er diese Stütze, diese Krücke am Kopf auch annehmen kann, wenn wir gerade laufen. Ja, oder ob er sofort auf die linke Schulter fällt. Fällt auf die linke Ja, er Schulter, fällt, ja. ja, schimpfe ich sofort mit dem linken Hinterbein, mit der Gerte und sage, komm, 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 komm. Ja, ich weiß ja nicht. Ist das linke Hinterbein, weil es Ja. nicht trägt, schuld? Oder ist das linke Ja. Hinterbein schuld, dass er sich auf die linke Schulter legt, weil es nicht genügend schiebt? Ja, und das kann ich ihm, das checke ich ihm ab, indem ich ganz einfach gerade gehe. Funktioniert das mit der Krücke links herum in der Volte, dann weiß ich, das linke Hinterbein trägt nicht und deswegen braucht er meine Stütze. Dann funktioniert es. Gehe ich aber ganze Bahn. Und stützt das Pferd vorne ab und du schieb ihm jetzt auf der Schulter, dass er draußen bleibt. Geh mal ganze Bahn. Du schieb auf der Schulter. Du schieb auf der Schulter. Ja, bleib dran am Zügel. Bleib dran am Zügel. Nicht laufen, nicht laufen, nicht laufen. Bleib dran. Und du schieb nur Richtung Schulter hin. So ganz leicht schimpf mit der Gerte. Ja, zieh an links, zieh an links. Zieh an links, zieh an links. Ja, genau. Also kein Halsbändel. Das heißt, ich bändle eher immer zu mir, zu mir, zu mir. Genau.
Sehr gut. Sehr gut. Schau dir nur die Hinterbeine an, wie die jetzt gehen. Ja, Das ja, ist ja. echt der Wahnsinn, oder? Ja, bleib fest Schön. dran. Genau. So, und jetzt musst du aber langsam Ist freigeben. frei. Ganz leicht frei, langsam freigeben, ganze Im Bahn. Trab Ja, bleiben, ne? und ganz freigeben. Genau, ganz freigeben. Komm, komm, komm. Und bleib im Trab, genau. Ja. Ja, dann kann er sich jetzt, da ist jetzt sozusagen frei, da kann er jetzt machen, was er will. Ja. Ja, runterbiegen oder nach außen biegen, ist mir völlig wurscht. Jetzt schön freigeben, genau. Da kann sein, dass er Schritt gehen will, ja. Ja, Das wollte ich gerade sagen, genau. genau. Ja, Du hast das deinen ist so, Gedanken gelesen. das ist so ganz typisch, weil dann sagt er, boah, das kann ich nicht mehr halten im Trab, ich bin Ja. so schief, wo ist deine Stütze? Sag ich, du, die muss ich mal kurz ausrasten, meine Hand, ja. Ah, jetzt ist er gerade, wie er mir entgegenkommt. Super schön, die Nase zwischen Vorderbein, obwohl der Zügel durchhängt. Spannend. Ja, Gut also ich gemacht, sag das. gut gemacht. Wir bleiben linke Sehr Hand, gut. Sibylle. Wir Ja, wechseln sicher. noch nicht. Ja, kurzes Schrittpäuschen und dann machen wir wieder so eine gerade Richtsession. Ja, ja, Entschuldige bitte. ja, das ist komische Namen, gell? Da Aber das musste ist ich im lachen. Prinzip das. Ja, aber das ist im Prinzip, wir richten, also wir ziehen den ja gerade. Gerade Ziehsession ist das eigentlich, ja. Also das hat mit klassischer Oh. Dressur aber überhaupt nichts zu Darf tun. man ja nicht Na, das sagen, ist ja, nicht, na, sonst. ich darf mich nicht. Ich sage ja oft manchmal vorne halten, hinten drauf. Ja, das. Ja, das ist ja. Aber wir verstehen das, ja. Wir wissen, was, Mit dir genau, zu du weißt, was ich, arbeiten, genau. natürlich, ja. Insider-Wissen Es ist ist das. Insider, das darf auch mal sein. Ja. Ah, er geht richtig schön gerade. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, ich sehe es auch schon. Der Schweif ist auch weniger Ja, so. Ja. genau. Der Wahnsinn. Bogen. Also das war wirklich hinten, es war wirklich hinten. Aber siehst du, ich hätte jetzt mich das alleine nicht getraut, so zu ziehen, sage ich jetzt Ja, aber mal. du Ich hast echt hatte Angst, mich 150 Kilo in der verdrehe. Hand. Ja, Nein, jetzt nein, kommt nein, sie. Ja. nein, nein. Aber du Aber siehst mit eh, deiner Hilfe. ja, er nimmt das ja total gerne an. Ja, er nimmt das Natürlich, echt total ja. gerne an. Also das Pumpen hat am Anfang nichts gebracht. Was Ja, gebracht hat, war gut. das Kauen. Aber am besten hat gewirkt, Kauen außen, mit dem Finger außen, ja, und innen wollten gehen. Das hat am besten gewirkt bei ihm heute. Also ganz witzig. Haben wir auch noch nie gehabt. Kann ich mich nicht erinnern. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ja. Komisch. Ich hatte wie schnell einen Ausfall. Entschuldige Ah, bitte. okay. Hast du etwas gesagt? Doch, ich habe es Ja, jetzt also, nicht mehr gehört. ja, nein, kein Problem. Also, die Ja. Käuvungen, also das Pumpen hat überhaupt nichts gebracht. Was wirklich gut Ja, geholfen hat, waren das die habe ich auch Käuvungen gehört, innen. genau. Aber was Ja. wirklich gebracht hat, waren die Käuvungen außen. Ja, also, dass du Ja. mit dem Finger außen sozusagen die Käuvungen abverlangt hast Das und hat sehr wollten gegangen. geholfen, ja. Das hat eine richtige Dehnung in der Oberlinie verursacht. Ja, und das muss man, das, keine Ahnung, das hatten wir auch noch nie. Ja, ich würde noch einmal antraben, Sibylle. Ja, gerne. Ja, und nimm ihn separat, nimm gleich Kontakt auf, genau. Vielleicht brauchst du gar nicht mehr so viel Kontakt halten, sondern er federt hinten schon ganz gut ab. Kann sein, dass er jetzt dann in den Galopp geht, aber ja, genau. Also wenn er den Rücken wegdrückt, ist mir wurscht. Ich ziehe vorne an. Ich gebe ihm den Kontakt. Genau. Ja, das ist genau das, was ich meine. Also Ist schon lustig, irgendwie bin ich schon eine Hexe, Fernsehen. gell? Bleib, ja, Ja, das bleib ist. dran, bleib dran, bleib dran. Ja, genau. Wer sagt, nein, das geht nicht durch? Ich sage, ja, das geht schon durch, aber du musst ein bisschen locker lassen. Jetzt wieder hinten umspringen, hat er gerade gemacht. Genau. Ja, genau. Bleib vorne dran. Bleib vorne dran. Ja, genau. Bleib vorne dran. Ja, wenn er runtergeht, ja, super. Na schau. Sehr gut. Na schau. Sehr schön. Bleib vorne dran. Super. Versuch ganze Bahn zu gehen. Bleib aber vorne dran. Wenn es nicht geht und weil er abwendet, dann wende ich ganz einfach. Bleib vorne dran. Ja, dann wende ich ganz einfach mit ihm ab. Aber ich bleib vorne dran. Er muss nicht unbedingt gerade sein im Hals. Ja, weil das geht fast nicht. Und du schimpf wieder auf der Schulter. Schimpf wieder ein bisschen auf der Schulter. Ja, aber so vorsichtig, dass er nicht den Kopf hochreißt. Ja, und zieh an aber gleichzeitig. Ja, genau. Also da wird es nichts bringen, dass ich links hinten aktiviere, weil er eh schon Ja. relativ schnell ist. Da sage ich lieber, du bitte, deswegen tusche ich auf der Schulter, dass ich ihm mehr oder weniger die Aufmerksamkeit auf die linke Schulter bringe und sage, lass doch bitte die linken Stabilisten. Rumpfträger locker, lass die linken Rumpfträger locker. Also das ist eher so ein Aufmerksamkeit machen auf die linken Rumpfträger mit dem Schlag des der Gerte, also der Peitsche, dass er die linken Rumpfträger lockert. Weißt du? Und das heißt nicht geh raus, sondern das heißt im Prinzip da lockern, da lockern, da lockern, da lockern. Ja, und ich ziehe an.
Ja, Also ich genau. glaube, da kommt noch was. Ja. Ja. Ja, das ist gut. Ist Also wir arbeiten echt offensichtlich ja wirklich da am richtigen Ort. am richtigen Ort, ja. Ja. Super. Wieder etwas mehr draußen. Ja, aber das belastet ihn dann ganz einfach, ja. Natürlich, ja. Ja, bleib schön dran, genau. Die Nasenlinie zwischen den Vorderbeinen. Also wenn du zu viel anziehst plötzlich mit der gleichen Muskelkraft, dann musst du ganz einfach mit weniger Muskelkraft dann arbeiten. Ja, schimpf zur Schulter hin. Ich schimpf die ganze Zeit zur Schulter hin. Da lass locker, da lass locker. Da die Sonne kommt, da lass locker. Ja, schön. Ja. Ja, schau, wie schön gerade der geht. Super. Ja, machst du gut, Sibylle, machst du gut. Ja, super, genau. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, Der ist wirklich. echt der Hammer. Das Pferd ist wirklich ein Hammer. Mit dem haben wir jedes Mal was anderes. Ja, ich weiß. Es ist eine Es Kal ist also ohne dich, ich weiß nicht, wo ich wäre, ich sag's dir. keine Hätte Ahnung, die ja. Nerven verloren Ja, wahrscheinlich. ja. Geht Na, vor es allem offen und ehrlich zu. ja, ich verstehe es auch, weil Es das ist ist so ja wirklich frustrierend, weißt du, jedes manchmal. Mal was anderes. Wenn du Und hier sieht man rechts vorne wieder das Stolpern. Ja, Rumpfträger haben sich gelöst. Ja, das ist genau das, was sich eben dann super schön ergibt. Langsam die Zügel frei, ganze Bahn. Ganz langsam, genau. Jetzt ganz frei geben, dann schön langsam. Genau. Ja, genau. Der soll sich wieder selbst ein bisschen orientieren. Ja, ich sage ihm nur kurz, wir gehen nach links, genau. Aber sonst stabilisiere ich den Null. Ja, also ich sage nur, wo wir hingehen. Aber lass die Zügel durchhängen, dass ich sage, du jetzt, wie schaut's aus, kannst du mal alleine auch ein bisschen traben, ohne dass wir da jetzt das Gefühl haben, ja, und da geht er nicht mehr, dann ist es vorbei und dann geht der Da Schritt. geht Gut nicht mehr, ist. ja. Ja, ist okay. Jo, dein Boot. Machst du gut. Ja. Wir wechseln auf jeden Fall die Seite, der geht super Ja, ist gerade. gut. Ja, obwohl ich echt Bammel habe, dass wir den jetzt rechts herum arbeiten, schauen wir mal. Ja, wenn ich sage, nein, lieber nicht, dann wechseln wir wieder links herum. Vielleicht müssen wir Ja, heute ist rechts gut. gar nichts machen. Mir wäre es ja Gut. von den Gelenken her schon ganz recht, wenn wir auch rechts herum was tun würden, Natürlich, damit wir ja. nicht alles links herum machen. Aber von der Muskulatur, glaube ich, braucht er heute wirklich nur links herum Hilfe. Merke ich mir jetzt, weil ich hatte ja eben das Gefühl auch, dass er auf der einen Seite war, es schlechter, dass man also da auch mal Ja, etwas länger arbeiten ja, sollte. ja, ja. Ja. Halt dazwischen hast du gesehen, Pausen machen, ganz einfach, Ja, dass er sich natürlich, entspannt, genau. aber dass Ja. man dann quasi noch ein i-Tüpfelchen draufsetzt und dann weitermacht auf der Seite. Genau. Na, Wahnsinn. Ja. Dann würde Ja, ich sagen, ja. da trabst du ihn wieder mal an. Keine Ahnung, wie er jetzt rechts drauf ist. Schauen wir mal, ob er vielleicht da auch eine Stütze braucht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ja, braucht er. Ja, ganz leicht, aber nicht so viel wie auf der anderen Seite. Ganz leichte Stütze, gib bitz langsam an und geh langsam in eine große Volte. Ja, und das gleiche wie auf der anderen Seite. Da braucht er Zeit lang, relativ schnell. Ja, wieder freigeben ein bisschen, dass die Nasen ihn immer wieder annehmen. Schon immer die Nasen zwischen den Vorder- wieder annehmen mehr, die Nasen anziehen, sozusagen die Nasen zwischen den Vorderbeinen. Ja, sehr gut. Genau. Also jetzt musst du ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Ja, Zug. der Ja, Kraft, ja. immer wieder verstärken den Zug. Wenn es zu viel ist, schimpfe ich kurz zur Schulter, dass ich sage, du musst da auch rechts die Rumpfträger freimachen. Genau, aber ich bleib dran vorne. Ja, genau, sehr gut machst du das. Sehr gut machst du das. Ja. Ja, bleib Ja, dran. super. Genau. Sehr gut machst du das. Also ich würde auch nicht galoppieren heute zum Beispiel. Da würde Ja, das nur, ja, ja. das wäre irgendwie, glaube ich, zu viel für den. Ja. Ja. Na schau, Rektorum geht auch gut. Na, das freut mich. Schön. Da bin ich sehr froh, dass wir nicht übertrieben links arbeiten müssen, dass wir den Grad kriegen. Genau, immer wieder, wenn du das Gefühl hast, Gut. er arbeitet so ein bisschen gegen dich und zieht den Kopf raus und genau, schimpfst ein bisschen Richtung Schulter und ziehst gleichzeitig mit dem Zügel den Zügel zu dir mit der rechten Hand. Ja, super, machst du das. Gut. Sehr Super gut. fein.
Ja, super. Ja, feiner Bub. Na schau, geht gut. Also das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, so wie der am Anfang gegangen ist mit dem Gelaufen ist, ich weiß, hinten das war bis dann. furchtbar. Ja. Deshalb habe ich mich so gekümmert, dass ich, Ja, das aber kannst du dir gar schau, nicht das, oh ja, vorstellen. das kann ich mir gut vorstellen. Schau, wie der gleichmäßig hinten jetzt läuft, Ja, eigentlich für seine Verhältnisse wunderschön. wirklich Ja, super. ja. Ja. Ja, schön, immer die Anlehnung vorne. Also, der braucht echt dafür Stütze vorne die ganze Zeit. Aber das ist mir ja wurscht. Das kann ich ja, Ja, meine Stütze natürlich. kann ich ja bei Bedarf wieder wegtun. Aber dafür läuft er hinten schön regelmäßig Oh und je, das ja. Pferd unten ist Ja, um erschrocken. Gottes Willen, ja. Ja. Ja, ist gut, ja. Oh, Genau. ja, super. Dann langsam wieder Zügelkontakt aufnehmen, genau, wieder gerade ziehen. Genau. Und was wir am Anfang gemacht haben, Sibylle, total unter das Tempo gegangen. Ja, Ja. also das darfst du nicht vergessen. Ja, das darf Wirklich ich nicht total vergessen, ja. bremsen, also echt bremsen. Das war es, glaube ich, dann auch zu, letztendlich. Ja, super, bleib schon dran, fest. Ja, jetzt verkantet er sich schon im Ja, Genick. ich Siehst merke du es, es? ja. Schritt bleibt dran, Schrittübergang. Und wir müssen jetzt sogar auf die andere Seite wechseln. Kurz. Ja, lass ihm Zeit, Okay. ein bisschen Schritt gehen. Keine Jetzt Burg. kann er nämlich wirklich nicht mehr. Also wenn er sich Ja, im ich Genick merke es. verkantet, bringt es Ja. fürs Becken nichts, im Gegenteil, weil dann verkantet er sich nur. Ja. Wenn er mit dem ganzen Hals dich richtig rauszieht, dann kann ich gerne Ja. gegenziehen. Ja, dann kann ich ziehen. Aber wenn er sich im Genick verkantet, so wie jetzt eben gerade, dann bitte braucht er einen Seitenwechsel. Seitenwechsel, ja. Gut, komm, schau mal, ich habe so Freude, wenn ich das könnte ich manchmal weinen, wenn ich das Video sehe, zuvor und danach. Das ist Ja, ein ist ein Welten. Wahnsinn, gell? Ja, sind Ja, ist Welten, ja. wunderschön, Ja. ja. Und der schaut auch ganz anders aus. Dein Gesicht Ja, hast du. genau, das denke ich eben auch. Ist so zufrieden, oder? Ich glaube, wir traben gar nicht links herum, Sibylle. Ich Gell, glaube, ich habe auch das das Gefühl, passt eigentlich gell. schon. Ja, Weiter schön. Schritt gehen, ganz einfach, weil er geht nämlich einen sehr schönen Schritt. Also das ist ja bei ihm Ciao, auch immer, Albin. dass er immer so Ewige. passartig, dass er so Ja. passartig dann geht. Ja, sobald er den Rücken da irgendwie zumacht. Schön zu Und sehen. jetzt macht er Wow. schön langen Hals, verstehst? Also geht er richtig gut. Ja, er Ja, der geht zwar ist so immer noch passartig, zufrieden. aber er ist zufrieden, genau. Ich sehe es ihm an. Ja, der ist richtig zufrieden. Ja.